So, hallo, wir sind jetzt hier in der Übung Nummer 6. Also sozusagen aus der haben wir das abgeleitet, aus der Übung Nummer 6 haben wir jetzt folgenden Groove abgeleitet. Den spiele ich mal direkt komplett vor, wie er dasteht. Das ist sozusagen die Figur aufgefüllt mit Filz, mit Tipps, sorry. Na? Das ist er. Und da können wir am Schluss. Könnte man was Schönes spielen? Vielleicht das? Das ist der Ayub. Nehmen wir den Ayub mal richtig, wie er ist. Genau. Zwei Ayubs passen über einen Takt. Das machen wir beim vierten Takt immer. Okay. Dazu Schellen auf 1 und 3. Ayub. Das ist gut. Ayub. Muss man aufpassen, dass man nicht wegrennt. Ah. Oder sich verspielt. Machen wir das Ganze viermal. Okay, bereit? Viermal. Jetzt haben wir es ja zusammen gebastelt. Also Begleitung auf 1 und 3 und der Ayub zum Abphrasieren. Das ist der Rhythmus. Das ist Ayub, ne? Okay. 1, 2, 3, go. Letzte Runde. Kann man ja auch mal ein bisschen anders machen, ne? Den Schluss. Genau. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen traditionellen Rhythmus drangehangen, den ich einfach kenne. Ist also gut, wenn man irgendwie einen kleinen Fundus hat an traditionellen Rhythmen, die man dann einfügen kann, weil die grooven immer schon super. An sich, ne? Also. Klingt einfach gut, ne? Den habe ich da eingesetzt. Wenn ihr mehr über Rhythmen noch lernen wollt oder ausprobieren wollt, Grooves, ne, gibt es diese Rhythm Collection extra für euch geschrieben, für Cajon. 10 verschiedene Taktarten. Genau. Da sind auch ganz viele Vierer drin. Das ist ja ein guter Start. Also, Ayub üben. Sehr schön. Bis bald. Tschüssi.